Die Stadt Neuwied ist die größte kreisangehörige Stadt in Rheinland-Pfalz mit rund 65.000 Einwohnern. Allen Haushalten eine zukunftsweisende Sat-TV- und Medienversorgung anzubieten, haben sich die Stadtwerke Neuwied zur Aufgabe gemacht. Tatsächlich kam der erste Anstoß von der Industrie und dem Handel. Die sagten, die Industriegebiete in der Stadt Neuwied sind halt schlecht ausgebaut, ob wir da nicht etwas tun können. Auf der Basis haben wir dann gemeinsam mit unseren Partnern Lösungsansätze gesucht, haben im Jahr 2019 ein großes Industriegebiet erschlossen mit Glasfaser. Es wurde gut gebucht und der nächste logische Schritt war ganz einfach, dass wir in das Privatkundengeschäft gehen und da auch Lösungen für Privatkunden anbieten können. Wir können jetzt schon sagen, dass das Glasfaser-TV-Produkt auf eine breite Masse zielt. Wir haben Anfragen von Leuten, die ein neues Haus bauen. Wir haben Anfragen von Leuten, die bestehende Infrastruktur haben, die ganz einfach neue Technik haben wollen und das Angebot bei sich auf dem TV erweitern möchten. Wir als Stadtwerke Neuwied investieren gerne in die Bürger der Stadt Neuwied, weil wir halt lokal verbundenes Unternehmen sind. Wir für hier. Überall, wo wir natürlich Strom, Gas, Wasser wieder erneuert haben, wurde dann auch Micropipe, so heißt das, mit in den Boden verlegt, sodass man das jetzt in weiser Voraussicht dann auch anbieten konnte. Für uns ist mehr als glasklar, dass Glasfaser die Zukunft ist, weil die Technologie hat noch unheimliche Reserven. Das Potenzial ist noch lange nicht erschöpft bei der Glasfaser. Wir denken aber auch, unser Produkt ist in gewisser Weise ein bisschen ohne Konkurrenz. Also das ist die beste Technologie für einen wirklich fairen Preis. Die Kooperationsgemeinschaft aus Astra Deutschland, Glasfaser ABC und Huber und Suhne BKtel bietet den Stadtwerken eine ideale Lösung für die großflächige und zuverlässige Versorgung der Haushalte mit Sat-TV, Internet und Telefonie in bester Qualität. Die Hardware-Architektur ist sehr schlank. Also man hat eine Kopfstelle und im schlimmsten Fall muss man an einem Technikstandort noch einen Verstärker setzen. Aber das war es auch schon. Das heißt, wir können mit einer einzigen Kopfstelle in Neuwied die gesamte Stadt versorgen. Alles Gute kommt von oben, vom Satelliten und muss nachher irgendwo in eine Infrastruktur rein. Wir packen 4 Satellitenpositionen auf eine Glasfaser und verteilen es in die Fläche. Schaut man sich heute die Endnutzeranforderungen an, dann ist es mindestens Triple Play, also Internet, Telefonie und Fernsehen. Und da ist natürlich auch dieses Profisat-System die ideale Ergänzung für schnelles Glasfaser-Internet für Stadtwerke. Man hat die größte Programmvielfalt, man hat das beste Empfangssignal, dazu das schnellste Internet. Und das bringt natürlich auch unsere Kunden, die Stadtwerke und Elektro-Carrier dazu, im Wettbewerb mit den Etablierten bestehen zu können. Ausgangspunkt des Netzes ist die zentrale Kopfstellenanlage, der sogenannte POP. Hier werden die Satellitensignale empfangen und über Glasfaserleitungen, auch über Strecken von mindestens 25 Kilometern, verlustfrei zu kleineren Unterverteilern in den Straßen verlegt. Von dort kann jedes angrenzende Gebäude an das Netz angeschlossen werden und Glasfaser bis in die Wohnung bekommen. Diese direkte Verbindung über Glasfaser wird als FTTH bezeichnet, Fiber to the Home. Insgesamt bringt natürlich Glasfaser beim FTTH-Ausbau eine Reihe physikalischer Vorteile mit sich. Es sind sehr, sehr dünne Kabel, ein haardünn ist eine Faser Glasfaser und lässt unendlich viel Datenverkehr zu. Vom Umkreis, vom Wirkungskreis einer solchen Anlage reden wir im ersten Step von einem Umkreis von 25 Kilometern. Die Firma Glasfaser ABC kam auf uns zu mit dem Wunsch, Satzsignale im Stadtnetz übertragen zu können. Das war eine klare Anforderung an uns, für die wir eine entsprechende Technik entwickeln sollten, um die elektrischen Signale, die vom Satelliten kommen, in entsprechend optische Signale umzuwandeln. Der logistische Vorteil ist einfach, dass wir in einer zentralen Stelle eine Empfangsanlage aufbauen, die fernwartbar ist. Nichts ist schlimmer als ein Ausfall von dem Fernsehen über längere Zeit. Wir wollen das im Vorfeld abfangen. Wir können über ein redundantes System hier auch noch andere Sachen zuschalten, sodass eigentlich der Kunde an sich das zum Teil gar nicht merkt oder nur ganz kurzfristig Maßnahmen ergreifen können, um eben die Signalunterbrechung zu verhindern. Auch am Unternehmenssitz der Astra Deutschland GmbH in Unterföhring bei München hat man die Vorteile der Lösung für Stadtwerke stets im Blick.
Gerade für die Stadtwerke bringt das enorme Vorteile. Es ist ja nicht so, dass sie nur ihr Portfolio erweitern können um das TV-Signal, also wirklich um das brillante Fernsehen, Bild- und Tonqualität 100% digital, sondern sie können sich natürlich auch dadurch einen Wettbewerbsvorteil sichern. Naja, Glasfaser ABC ist sehr gut in dem eigentlichen Netzwerkdesign. Macht auch viele Projekte. Das heißt, wir konnten auch ausprobieren, ob die Lösung tatsächlich so gut ist, wie wir das dachten, was sie ist. Huber & Suhner ist dazugekommen, weil wir natürlich noch die Möglichkeit brauchten, ich sag mal, auch größere Projekte mit umsetzen zu können. Innovit wird mit einer Schüssel tatsächlich 3000 Haushalte versorgt gleichzeitig, was natürlich vielen städtebaulichen Erwägungen wirklich zugute kommt. Und vielleicht auch dem ästhetischen Sinn des einen oder anderen. De facto könnte man bis zu 70.000 Haushalte mit einer Schüssel versorgen. Unsere DNA sagt Fiber to the Home. Alles andere ist Fiber to the Flaschenhals. Den echten Nutzen von Glasfaser erfährt man erst, wenn man das Glasfaserkabel bis in die Wohnung hat und dann halt auch alle Dienste nutzen kann.